Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Seelchen. Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe mit Ausblick auf die schönen Zeiten, auf die sonnigen Zeiten. Heute mit der Pyramide, mit der Lebenspyramide oder, sollen wir sagen, Seelenwegspyramide. Wie dem auch sei, heute geht es ganz um dich, um dein Sein. Welche Herausforderungen darfst du überwinden? Was hast du vielleicht auch hinter dir gelassen? Und wo darfst du denn in Zukunft hingehen? Welche Energien fließen um dich rum? Was oder welche Meinung hat vielleicht auch das Umfeld von dir? Wir machen jetzt eine schöne Pyramide. Du stehst hier ganz im Vordergrund. Männlein oder Weiblein, ganz egal. Wer ihr seid, in welchem Körper ihr seid, hier geht es ganz um deine Seele. Für mich ist eine Seele im Prinzip neutral, geschlechtsneutral, meinungsneutral, vielleicht auch ein Stück weit beratungsresistent, denn die Seele, ja, die pocht ja auf ihr Urvertrauen, auf die Urliebe und lässt sich durch nichts und niemanden so schnell vom Weg abbringen. So, die Pyramide heißt, wir fangen gleich mal an mit zwei Karten in der ersten Reihe. Liebes Universum, liebe himmlischen Helfer, liebes Spirit, großes, ganzes, Mother Earth, Universe, ganz egal, an was ihr euch haltet, an was ihr glaubt, an was ihr oft denkt, draufsetzt. Es geht jetzt um zwei Karten in der ersten Reihe. Was bewegt dich aktuell? Die Treffen sind alle eins einzeln rausgefallen und ein ganzer Batzen dazu. Das zählt für mich jetzt noch nicht. Ich hätte gern zwei Karten oder nur eins und eins. Okay, wir haben doch zwei. Okay. Also, die Aufgaben für dich oder Herausforderungen sind derzeit, deine Träume neu zu sortieren. Mit den Schmetterlingen heißt es auch Leichtigkeit. Leichtigkeit soll in dein Leben, so wie diese Federn. Wo möchtest du hin mit Leichtigkeit? Wer verhilft dir dazu? Wohin darf es gehen? Oder wer belastet dich auch? Hier darf etwas abgeschnitten werden. Belastungen. Ich kriege gerade das Bild von einem Heißluftballon rein. Welches Seil hält dich denn noch am Boden? Wer hält dich von deinen Träumen, Wünschen und Zielen ab? Diese zu manifestieren, umzusetzen, ja auch einen neuen Weg zu gehen, einen ganz, ganz neuartigen Spirit Way of Life kommt mir hier rein. Also auf einen spirituellen Weg zu gehen. Wer oder was zerschießt deine Pläne? Energetisch natürlich. Wer oder was grätscht herein? Wer oder was macht dir was madig? Oder wer oder was macht gar dich selbst madig? Wer oder was sagt, du bist nicht gut genug? Du bist zu so oder so oder zu wenig so oder so. Jene Menschen darfst du aus deinem Leben radieren, denn jene tragen nicht zu deinem Wachstum bei. Sie zeigen höchstens ihre eigene Energie, in die sie oder in denen sie derzeit noch stecken. Jetzt fragen wir doch mal gezielt nach. Liebes Universum, gibt es denn hier nähere Infos, was einen denn den Traum verdüdelt, sage ich jetzt mal, vermaledeit, ausbremst? Oh, jetzt wird es hier, hier rum gehört es jetzt, ja. So, ja, okay. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich zeige euch mal die ersten Karten noch mal kurz. Ja, die Sense und der Traumfänger. Dann haben wir die Sterne, den Storch, Sterne richtig rum, den Storch und den Turm, den Leuchtturm andersrum. Deine Träume, Wünsche, Ziele wurden hier soll ich sagen, degradiert. Ich kann einfach nur sagen, degradiert. Jemand hat dir den Traum zerplatzen lassen. Es können auch die eigenen Fragezeichen in einem drin sein, die Unsicherheiten, die nicht an sich glauben, die Mutlosigkeit. Positive Veränderung ist hier, ja, du wolltest es, aber irgendwie hast du wieder einen Schritt zurück gemacht. Das kann sein, dass vielleicht ein Gespräch mit jemandem dich verunsichert hat.
Glaube an dich. Glaube, Liebe, Hoffnung heißt es nicht umsonst. Also keine Erwartungshaltung in Form von anderen sollen, dürfen, können dich unterstützen, sondern vertraue auf dich selbst, auf dein Mut, deine Stärke. Du schaffst deine Ziele, deine Träume, die du dir erarbeitet hast oder manifestiert hast. Glaube daran, lass dich nicht verunsichern. Das sind zu viele, liebes Universum. Ich brauche jetzt immer eine Karte mehr, dass wir eine schöne Pyramide bekommen. Schauen wir doch mal, was hat dich hier noch verunsichert? Mir ist das noch ein bisschen zu wenig hier. Okay, die Karte ist übrig. Lassen wir es mal so. Universum sagt, nimm die. Es liegt ja alles auf dem Kopf. Begegnung könnte hier stattgefunden haben. Eine aufschlussreiche Begegnung. Jemand, der ein bisschen ein falscher 50er oder 60er ist, ja, also mit sich selbst noch nicht all eins ist. Ich sehe hier ja, nochmals die Begegnung treffen, ja, mit den Blumen. Also eine Begegnung, die zum einen sich falsch oder nicht richtig angefühlt hat oder eine Begegnung zum falschen Zeitpunkt. Ich sehe es wiederum andersrum, eine Begegnung genau zum richtigen Zeitpunkt, denn jetzt weißt du genau, wen du oder was du nicht in deinem Leben brauchst, welche Begegnung nicht, welche Menschen, die im eigenen, also in seinem oder ihrem Umfeld selbst noch manipulative Energien haben, denn der Fuchs kann auch ganz schön strategisch manipulieren, taktieren. Vielleicht war hier auch ein Stück weit Taktlosigkeit dabei, kommt mir hier herein, wo du gesagt hast, also nee, das muss ich mir nicht bieten lassen. Ja? Wenn ich auf irgendwas reduziert werde, weil ich vielleicht keinen Managerposten habe oder weil ich keinen Ferrari fahre oder weil ich nicht in einer großen Stadt lebe, weil ich es mir nicht leisten könnte. So könnte dich jemand degradieren. Es muss nicht sein, dass du dir das nicht leisten kannst. Aber die Äußerlichkeiten, Oberflächlichkeiten, ja, das Materielle auch. Ist hier jemand wichtiger? Oder jemand hört mehr aufs Außen bei sich im Umfeld. Ja, fragt danach, ja, wie seht ihr das? Oder könnte der oder diejenige zu mir passen? Oder der und diejenige macht das und dies und jenes. Wichtige Entscheidungen trifft man immer selbst. Man kann sich Meinungen und ja, Infos oder Tipps gerne einholen, jedoch gilt es wirklich darum, das Urvertrauen, wo ist mein Urvertrauen, meine Urliebe, was möchte wirklich meine Seele und was ist nur anderer ihrer Tunnelblick, ihre Scheuklappen, ja, der Horizont, der verbaut ist, der verbrettert ist, habe ich auch in einem Video bei mir drin. Ja, also da ist jemand, der hat vielleicht viele Latten oder noch alle Latten am Zaun, aber genau das ist ja nicht das Positive. Denn wenn man sich selbst ja einsperrt, dann hat man nicht die Freiheit. Und das kann sein, dass ja jemand im Umfeld dieses Menschen ist, der gerne die Freiheit hätte, den Spirit, den du hast, den du ausstrahlst, den du in dir drin trägst, ja, deinen Horizont, deine Kreativität, deine, ich sage auch Belanglosigkeit. Also du gibst dich nicht mit kleinen Kinkerlitzchen ab, sondern du möchtest wirklich, wenn dann nur das Große. Ja? Mit kleinen Peanuts gibst du dich nicht ab. Da hast du gar keine Zeit dafür, da hast du keine Lust dafür, keinen Bock drauf. Mit irgendwelchen niedrigen Energien, die am Weltlichen noch irgendwie festhalten. Ja, mein Fernseher, meine Frau, mein Auto, mein Haus, meine Kids, meine Bliblablub und so weiter. Das ist dir zu wenig. Ja, du bist bestimmt für etwas viel, viel Größeres. Kommt mir hier durch. Und dann schauen wir jetzt doch mal rein. Was ist denn das Größere? Gefühle oder auch die Finanzen, die sich hier verändern können. Ja, es wird leichter werden. Du lässt dich auch nicht mehr so leicht manipulieren durch irgendwelche emotionalen Co-Abhängigkeiten. Denn du löst dich hier, löst die Fesseln, löst den Anker von alles, allem, was dich irgendwie an einem rostigen, alten, ausgelaugten Lost Place Hafen festhält, wo nur noch rostige, alte Fracks sind. Du hast hier auch kein Frackshausen, was man so nennen dürfen, denn du bereinigst jetzt was, ja. Du sagst, mit solchen Energien möchte ich nichts zu tun haben. Der Mensch an sich mag
mag richtig eine coole Socke sein, kommt mir hier durch, mag vielleicht auch ein Stück weit schon deinen Weg beschritten haben, also im Prinzip Parallelen, die hier zu sehen sind, aber derjenige hat im Umfeld noch was zu bereinigen und somit auch in sich drin, denn wenn man von außen immer wieder Bestätigung und Ratschläge sucht, eine verbraten bekommen möchte, freiwillig, teilweise ohne danach zu fragen, der darf sich gern gut und gerne selbst hinterfragen. Warum bin ich auf Ratschläge anderer angewiesen? Warum hole ich mir immer die Klatschen vom Außen? Warum baue ich nicht auf mein Urvertrauen? Warum gehe ich jetzt nicht einfach mal andere Wege mit anderen Mitteln? So wie du. Du bist hier, der Free Spirit kommt mir hier durch. Die Karte ist in einem Kartendeck. Ja, muss ich mal gucken, ob ich dieses Kartendeck da noch dazu nehme. Du bist der Free Spirit, also der Freigeist. Du hast dich hier schon längst von sämtlichen irdischen Fesseln losgelöst. Du bist hier schon längst energetisch, spirituell. Mindestens einen Schritt. Ich bekomme eher schon ein ganz langer Marathon voraus. Und da kommt jemand nicht hinterher. Ja, also da hat wirklich jemand Bammel, dass man dir hier gar nicht hinterherkommt. Es mag vielleicht in anderen Dingen anders aussehen, in weltlichen, jedoch sehe ich hier, dass du hier schon eine viel reifere Seele bist. Du bist schon durch 100.000 Leben, über zigtausende Brücken gegangen, tausende Täler durchschritten, wenn es reicht, und noch viel mehr. Na, ich hätte jetzt ganz gerne noch zwei Karten, liebes Universum, dass wir die Pyramide hier oder den Bogen gescheit spannen können wie eine Brücke. Schauen wir mal weiter, wie es denn hier weitergeht jetzt. Oder was hat die Begegnung dir gebracht? Welche Offenbarung? Welchen nächsten Step? Ups. Aha. Okay. 2, 4, 6, so passt es. Unterdeck sagt, schau mal rein. Okay, Harmonie und die Familie, familiäre Dinge. Oh, Glück. Ja, das, wie soll ich sagen, du darfst jetzt in deine Strahlkraft kommen, etwas auskehren, bereinigen, genau. Was brauchst du nicht mehr? Brauchst du vielleicht die weltliche Stabilität noch oder nicht? Die Kommunikation habe ich hier und den Baum, Ahnenthemen, das kam ja auch gleich durch, als ich den Baum vorgesehen habe. Also Ahnenthemen werden hier gelöst. Wer oder was waren so die typischen Raster und Muster deiner Ahnen? Das darfst du jetzt genau die anderen Wege gehen, andere Schritte. Also wenn jemand hier sehr im Weltlichen, im Materiellen war, dann gehst du jetzt andere Schritte und sagst, ich pfeife aufs Materielle, ich gehe jetzt ganz, ganz andere Schritte. Ich vertraue auf meinen Spirit, auf mein Dasein, für was oder wen, für dich selbst natürlich, bist du hier in diese Welt gekommen. Du möchtest dich hier von sämtlichen, ich kann schon sagen, materiellen Dingen, die dich hier festhalten, lösen. Das kann sein, es sind Gebäude, es sind Grundstücke, es sind vielleicht auch Verpflichtungen, Verantwortungen gegenüber Menschen im Umfeld, sei es Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie, sei es Tiere, für die man Verantwortung trägt. Ich sehe hier jemand in meiner Community, mindestens eine oder einen, die sich hier von sämtlichen lösen möchte. Ja, vielleicht auch einfach mal das Haus entrümpeln, die Wohnung entrümpeln, die Garage, den Schuppen, den Keller, den Dachboden. Loslösen, loslösen von altem Gerümpel, von altem Ballast. Auch in sich drin, ja. Nicht hinterher trauen von Menschen, die dich nicht haben möchten, die mit dir nicht klarkommen, so wie du bist. Das ist denen ihr Problem, dessen Problem, deren Problem, nicht deins. Mach dich nicht anders, verbieg dich nicht für andere. Also ich habe einen Bekannten, der hat sich früher tatsächlich Fett absaugen lassen. Und der sah wirklich schnieke aus, muss man sagen. Also was soll dieser Quatsch? Dieses Anpassen auf andere, diejenigen, die dich nicht mögen, wie du bist. Könntest du ja auch zu jemandem sagen, ja, leg dir mal ein paar Gramm zu. Ja, du siehst ja aus wie der letzte Hering, ja. Ein Hering, den man ungespitzt in den Boden schlagen könnte, um ein Zelt zu verfestigen. Aber ein Hering allein kann ein Leinenzelt wie auf dem Mittelaltermarkt nie halten. Ja, also da fragt man sich doch, oder ich frage mich dann, sind solche Menschen dann überhaupt stabil im Leben, ohne diese zu denunzieren oder zu degradieren?
Sind diese stabil im Leben? Ja? Oder sind es Menschen, die immer nur an anderen festhalten, wenn man sich so ein Sechskantzelt oder Achtkantzelt vorstellt? Selbst ein Iglu-Zelt, was ja gebogen ist, was ja schon Spannung an sich hat, braucht trotzdem noch Heringe und Seile, um sich festhalten zu können. Ein stabiler Baum hat Wurzeln für sich selbst, kann für sich selbst sorgen. Ja, der Selbstversorger zieht das aus dem Boden raus mit der Erdung und der Verbindung nach oben, was man braucht. Ein Hering eines Zeltes kann ein Zelt nicht allein halten. Selbst mein Einmastzelt kann dies nicht. Ich brauche trotzdem noch mindestens 6 oder 8 Seile, die es stabilisieren, und die Heringe dazu. Also, so sehe ich hier jemanden, der hier dir nicht die Stabilität geben konnte, der an irgendwas anderem, sei es Menschen im Umfeld, an Verflossenen, an materiellen, an Ahnenthemen festhält, um selbst stabiler zu wirken. Derjenige ist nicht stabil in sich. Ja? Sonst müsste man hier nicht nach außen um sich hauen, wie so eine Axt im Walde, und alles runtermachen, runterputzen und so viele Meinungen auch hören. Ja? Man hat versucht, dich hier aus einem Königin- oder König-Dasein zu reißen. Ich sehe hier aber, nö, es hat jemand versucht. Du bist vielleicht ein bisschen noch mehr flexibler geworden. Und hast auch gedacht, auf solche Menschen kann ich pfeifen, wie die Vögel im Baum. Jawohl, so sieht's aus. Also, komm in deinem Spirit. Woohoo, bleib in deinem Spirit. Hey, jetzt hat jemand wirklich den Vogel abgeschossen. Ja, Internet, Umfeld, Park. Was ist denn hier losi? Freundschaft, Treue, Loyalität, Verbundenheit, der Sau. Ich brauche hier 6, 7 Stück. Also noch 3 Kärtchen. Wir haben auch den Kummer, nicht nur den Liebeskummer. Ja, ich weiß ja auch schon, was hier los ist. Ich sag's euch gleich. Liebesuniversum, noch 3 schnieke Kärtchen hier. Uha! Der Ring, okay, zeigt sich hier auch schon mal. 3 Kärtchen, Liebesuniversum. Und wir haben, ja, Okay. Eieiei. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay, es war trotzdem zu erwarten. Das war trotzdem zu erwarten. Wir haben hier nämlich in der Öffentlichkeit oder im Internet eine Seelenverbindung. Ich zeige es euch mal kurz, auch wenn noch eine Karte fehlt. Ein Treffen im Außen könnte es sein oder übers Internet, einen größeren Kreis. Wir haben die Seelenverbindung, die nicht ausgeleben kann, werden möchte, wie auch immer. Denn hier sehen wir das Ende. Wir sehen, dass das Ende zum Kummer geführt hat, vielleicht sogar Liebeskummer, ja, weil man schützt hier das Herz, und hier ist noch eine Transformation nötig. Es kann jetzt jemand im Umfeld direkt sein, eine weibliche Energie, mal wieder, denn die Damen, die haben es ja faustig hinter den Ohren, die trachten einem, wenn es sein muss, nach dem Leben. Sie können einfach nicht so schnell loslassen oder trauern, nicht nur innerlich, sondern geben dies auch nach außen ab, die Energien, ja, sie versprühen manchmal auch wie die Drachen, wobei ich die Drachen ja wirklich süß finde. Also, Schlange, ja, Wege, neue Wege darf man gehen. Hier darf man auch jemanden ziehen lassen. Also, du darfst hier jemanden ziehen lassen, der deinen Wert nicht wertschätzt, der dich nicht anerkennt, so wie du bist. Es hat hier vermutlich jemanden großen Schmerz zugefügt, dass du sagst, okay, entweder all in oder gar nichts. Entweder ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben, das darf man sich jetzt mal zu Gemüte führen. Jemand ist ja noch nicht so weit, ja? Jemand ist ja noch nicht so weit, treu zu sich selbst zu stehen. Jemand ist immer aufs Außen angewiesen. Jemand ist hier nicht stabil. Du hast hier absolute Stabilität bewiesen und hast gesagt, gut, also einen großen Freundesbekanntenkreis, auch ebenso an irgendwelchen Verflossenen, möchte ich nicht festhalten. Etwas, was ausgelutscht, ausgedient hat, raus, weg damit. Auch eine Wohnungssituation unter Umständen, die dir nicht gut tut, weil du merkst, du kommst hier nicht ran, hier sind, oder du kommst nicht weiter, weil hier Energien sind, die dich vergiften. Ja, man darf hier Detoxing sag mal, Universum, was ist denn los? Betreiben. Danke. Also wenn ich mich verhaspel, ich bin wie in Trance, um wieder kurz ins Weltliche zurückzukommen, ich bin bei den Kartenlegungen wie in Trance, deshalb verhaspel ich mich auch immer wieder. Es kommt so viel durch, ich muss das immer irgendwie sortieren. Ich rede eh schon schnell, also es ist echter Wahnsinn. Ja, jemand darf hier Detoxing begreifen und betreiben. Genau, erstmal muss es dringelingeling machen.
Wer oder was tut einem nicht gut im Umfeld? Das Umfeld verkleinern. Ich sehe, du hast es schon minimiert auf wahre Freunde. Denn viele Freunde kann man gar nicht haben. Denn Freundschaften gehen tief, gehen fest. Und man muss sich auch nicht jeden Tag oder jede Woche sehen. Man ist immer miteinander verbunden. Und ich sage es immer wieder, ich habe es noch nie erlebt, in meinem Umfeld oder auch bei mir oder was ich so gehört und gesehen, gelesen habe. Ich könnte mich gerne eines Besseren belehren und bekehren, wobei ich eigentlich da beratungsresistent bin, ein Stück weit. Das Verflossene wirklich zum Wachstum beibringen in Zukunft, denn es sollte nicht so sein und es wird in Zukunft auch nicht so sein. Egal, ob als Bekanntschaft, Freundschaft sehe ich nicht, denn wenn man mit jemandem innig war, dann kann man mit demjenigen keine Freundschaft führen. Bekanntschaft vielleicht schon, man kennt sich auf eine gewisse Art und Weise, aber Freundschaft geht viel tiefer. Und wer seine verflossenen Freunde nennt, der wird diese immer gleichsetzen mit der Partnerschaft. Und ich sehe das als nicht richtig an. Ja. Denn man hat seine Königin oder seinen König und darüber geht eigentlich nichts. Die Freunde sind annähernd gleichgestellt. Eine Verflossene oder ein Ehemaliger kann dies mitnichten, denn derjenige ist damals nicht zu dir gestanden und wird es in Zukunft auch nicht tun. Da sind Freunde schon eine Stufe höher, denn die halten auch zu dir, egal welchen Mist du baust. Ja. Also, ich bekloppt, du bekloppt, perfekte Freundschaft, so heißt es. Und ja, das Geheimnis darf jetzt aufgedeckt werden. Also das Geheimnis, wer oder was tut mir gut, wer nicht. Jemand darf hier noch durch den Seelenschmerz, durch den Herzschmerz gehen. Wir sehen hier auch die Eifersüchteleien von außen auf dich, auf dein Sein, auf dein Tun, auf deine Sichtweise, auf deine locker, fluffig, leichte Art. Du lässt dich hier von nichts und niemanden besklaven und versklaven, nicht mal durch einen etwaigen Partner oder Seelengefährten. Nein, du sagst, wer hier meine Seele nicht ehrt, der ist sie auch nicht wert. Punkt. Ja, vielleicht tut sich hier auch wirklich jemand schwer mit der Punktsetzung. 7, 2, 3, 4, 5, 6. So, nur noch zwei. Mit der Punktsetzung, also wenn ihr jemanden habt mit der Schreibweise, der euch vielleicht Messages schreibt und der selten Punkte verwendet oder gar nicht, kann es schon sein, dass jemand mit etwas zu Ende bringen auch richtig schwer tut. Ja, also er setzt keinen Punkt und auch kein Komma oder wenig Komma. Ja? Also der lässt dann quasi immer alles offen, die Hintertürchen offen. Wollt ihr so einen Menschen wirklich haben, der sich nicht entscheiden kann, weder für euch noch gegen eine Vergangenheit, ja? Abschluss und wieder Aufschluss, also ein neuer Zyklus, der hier beginnt. Wollt ihr so jemanden haben? Seid ihr wirklich so drauf, dass ihr solche Menschen in eurer Umgebung braucht? Manche brauchen es vielleicht. Warum? Denkt an den Zelthering. Ja, eine Verbindung, eine Verbindlichkeit wünschst du hier, dir mit Schutz von oben, und zwar keine satanistische Co-Abhängigkeit, denn der Engel ist hier gefallen, ja, oder klappt eben die Flügel ein. Du möchtest ein stabiles Kapitel, ein eingebundenes Buch, ja, mit jemand oder jemand verheimlicht dir die wahren Gefühle. Man kommuniziert sie dir nicht, so sieht's aus. Ja, man vertraut hier vielleicht auch auf Zeit oder hat Angst, dass die Zeit hier davonrennt, denn hier ist bei demjenigen noch ein Berg nicht abgetragen. Auch hier haben wir wieder Edelsteine, die hier vielleicht, ja, mit der Schlange hier zu tun haben könnten. Also jemand, der hier denjenigen noch besetzt hält, wirklich besetzt hält. Ja, das ist die karmische Aufgabe, sich hier zu lösen. Aschekammer, das passt. Am Unterdeck habe ich ja schon gezeigt, den Mond. Also, du bist hier das heimliche Lebenskapitel, der Spirit von jemandem. Du bist das, ja, das, wie soll ich sagen, das Lebensbuch, der Seelenweg von jemandem. Das weiß ja jemand ganz genau. Aber hier grätscht, wir haben hier genau die halbe Kehrtwende, ja, die eine Seite, die zu dir zeigt, und hier die Kommunikation, die hier jemand blockiert, oder Kommunikation eben auch auf Seelenebene, auf Herzebene, weil hier jemand das Herz vergiftet, jemand ist hier eifersüchtig und neidisch auf dich, und das kann alles Mögliche sein, das können wirklich bekannte Freunde, große Tochter, Mutter, Oma, Tante, alle weiblichen Energien sein, ne, Kollegin, ne, jemand, mit dem man zusammenarbeitet, der jemand, also da
ein Gegenüberlein jetzt für sich beansprucht. Und da sind wir schon wieder dran mit Beanspruchung. Du stellst keine Ansprüche an eine Verbindung, lediglich ins Urvertrauen, in die Urliebe zurückzugehen. So, jetzt sagen wir mal ein Stopp zum Universum. Oder Universum sagt mir, Stopp, wann ich aufhören soll zu mischen. Und Stopp. Nein. Okay. Es geht nicht mal weiter. Jetzt passt's. Ja, das Universum spielt hier den einen oder anderen Streich. Hier heißt's, wer oder was hält dich am Boden? Wir haben den Seelenbären, die Kraft und die Reinheit für einen neuen Zyklus. Wir haben die Wölkchen. Ja, da ist noch was undurchsichtig. Wir haben den Neuanfang. Und wir haben die Strahlkraft. Neuanfang ist noch auf dem Kopf. Also Neuanfang oder Neustart, neue Schritte, Wiedergeburt, wie auch immer. Also hier heißt es durchstarten. Du weißt es ganz genau, wer dir gut tut, wer dir nicht gut tut. Und wer hier nicht deinen Weg mit beschreiten möchte, der kann wirklich bleiben. Ich sage es jetzt einfach mal krass, wo der Pfeffer wächst. Ganz einfach. Wer dir hier den Kelch nicht reichen kann, den vollen Kelch, das Asskelch oder ja, das Ass der Kelche, der kann fortbleiben. Also wer hier wirklich versucht, dich irgendwie mit einem Heißluftballon am Boden zu halten, der kann, denn dann schneidest du die Energiebänder ab. Ja? Zack, zack, zack. In Gedanken, Affirmation, Manifestation, du schneidest sie wirklich durch und dann segelst du davon. Denn du hast hier keinen Bock auf dieses weltliche Sammelsurium, auf diesen Kruscht, sage ich jetzt mal, der dich hier festhält. Denn du bist für was viel Höheres hier gedacht. Und wer hier vielleicht noch Schleife um Schleife um Schleife der Wiederholungen drehen möchte, der kann dies gerne tun. Stufe für Stufe für Stufe für Stufe, denn du schlapperst hier schon längst am Honig, an der Süße des Lebens. Wie sagen manche Völker, wie darf man sagen, manche Menschen auch, manche Kreise, Milch und Honig. Kommt da noch was rein? Es kann sein, dass jemand die Damenwelt, die eine oder andere, als Kühe bezeichnet, also negativ degradiert und selbst schlappert man aber Milchprodukte. Ja, darf man sich hinterfragen, warum degradiere ich jemanden als Kuh? Und hängt dann selbst am Euter. Es passt einfach nicht zusammen, was die Leute manchmal so vom Stapel geben. Ja, also es passt einfach nicht. So, jetzt schauen wir mal, ob hier vielleicht der Free Spirit zufällig noch mit dazu möchte. Es könnte ja sein. Ich weiß noch nicht, wie viele Karten das Universum mir hier sagt. Ich nehme mal an 10 Stück, weil 10 wäre die Fülle. Halbzeit haben Unbelievable. Ich wollte gerade sagen, wir haben Halbzeit. Was steht hier? Free Spirited Adventure. Risks. No risk, no fun. Okay, es sollen 11 Karten sein. Das gibt's nicht. Oh, doch, es gibt's. Ich weiß es. Unbelievable. An der Strandpromenade der Orakel Nixe. Denk dran. Wer Lust, Zeit und Laune hat, auf ein Mittelalter- und Fantasy-Spektakulum zu gehen, im Weil am Rhein, im südlichen Baden-Württemberg dieses Landes, gibt es am, also gucken, dass ich nicht durcheinander komme, Mitte August das MPS, Mittelalter- und Fantasy-Spektakulum. Da bin ich dabei als Animateurin, so nennt es sich dort, mit meinen Kärtchen und den Runen. Wer eine Legung haben möchte von kleinen Obolus, Nachhistorie oder einfach mal Hallo sagen möchte, eine liebevolle, energetische Umarmung von mir haben möchte, darf gerne vorbeikommen. Eintritt, ja, ist leider gegeben. Ich meine, ab 24 Euro aufwärts, wenn man nicht die Musikgruppen, die schon sehr weltweit bekannt sind, so kann man sagen, sehen, hören möchte, man hört sie auch so, der zahlt dann einen kleineren Obolus. Okay. Steht aber alles drin, spektakulum.de oder komm, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, gibt es einfach ein MPS
Und dann seht ihr die Homepage. Und ich finde es auch wirklich cool. Universum sagt, mach noch weiter mit Mission. Okay, Unterdeck. Der Veranstalter, der unterstützt in Simbabwe, meine ich, den Brunnenbau zum Beispiel. Mit den Einnahmen, mit den Spenden und so weiter. Finde ich wirklich cool. Finde ich cool. Und deshalb unterstütze ich das auch. Geben und empfangen. So. Liebes Universum, gib mir mal kurz einen Stopp mit dem Unterdeck, was ich denn hier noch vielleicht als 12. Karte. 12 ist meine Zahl, Meisterzahl, die göttlichste aller Verbindungen und Liebe, wie ich es empfinde. So, liebes Universum, bekommen wir hier noch einen Stopp. Das dauert noch kurz. Okay, jetzt. Okay. Abandoned, don't, left out, walked away und cold. Also, ein Davonrennen. Jemand rennt vor den Gefühlen weg, jemand rennt vor etwas, vor jemanden weg, ja, vor Konflikten. Jemand rennt hier vor Konflikten weg, jemand ist konfliktscheu, jemand meidet Auseinandersetzungen jeglicher Art. Ja, egal, ob es um Finanzen geht, ob es um Emotionen geht, ob es um was bereinigen geht. Also, ja. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist ja jemand weg.de. Emotionaler Sturm. Ui, da geht es ja richtig heiß her. Wir haben auch die Turbulenzen, ja, die schon Richtung Konflikte hindeuten. Die Missverständnisse oder eine Seele, die vermisst wird. Wir haben die Unklarheiten. Oh, es scheint hier wirklich richtig heiß herzugehen. Die Hoffnungslosigkeit, die man aber... Eigentlich setzt man hier drauf. Also die Hoffnungslosigkeit ist andersrum. Das heißt, jemand hat hier wirklich Hoffnung reingesetzt in dich, in eure Verbindung. Es könntest du selbst sein. Releasing, moving on, walking away. Also hier möchte oder wollte jemand mit dir was oder konnte sich durchaus vorstellen, aber irgendwas hat hier reingekrätscht. Soulmates. Oha, deep love, tiefe Liebe. Ecstasy, Good Time, wird auf den Kopf gestellt. Ja, was ist denn hier los? Hier glaubt jemand nicht dran. Ja, Single, Lovely, Solitary. Jemand ist hier noch nicht frei, ich sag's doch. Telepathie, Intuition, Heart Song, der Herzenssong, Inner Knowing, also die innere Weisheit, das innere Wissen. Also ich sehe hier wirklich die Schattenthemen und hier im Prinzip die Sonnenthemen. Also... Es ist hier jemand innerlich zerrissen, ja, zwischen hin und her, zwischen weltlich und Spirit. Du bist hier schon der Überflieger. Du hebst hier schon ab und sagst, ja, ich gehe mal in Sonnenaufgang, nicht in Sonnenuntergang. Oder vielleicht, ja, je nachdem, ob du Mond oder Sonne lebst, ja. Je nachdem fliegst du eben in die Sonne rein oder in den Mond rein. Ja, also Sonne- oder Mondaufgang, je nachdem. Und hier kommt jemand nicht klar, dass du der Überflieger bist, dass du über allem schwebst. Jemand möchte dahin, jemand bewundert dich, ist aber selbst noch lange nicht auf diesem Weg, weil man hier sich so viel reinquatschen lässt. Man lässt sich die Gedanken vergiften und noch viel schlimmer, die Herzensenergie hier, ne, grünes Gift. Eifersucht, Neid, Missgunst ist hier drin. Das sollte man ablegen. Ich drehe es jetzt mal um. Ja, es liegt nämlich auch auf dem Kopf, man soll es loslassen, loslösen, wer oder was einem auch immer wehgetan hat. Man kann und soll und darf dich nie mit anderen vergleichen oder gar die gleichen Ängste haben wie, oh, die könnte genauso sein oder der könnte genauso sein. Oder jemand sagt, boah, die macht bestimmt auch das. Oder sei vorsichtig, die will nur dir ans Geld oder dein Hab und Gut. Oder sei vorsichtig, die ist so oder so. Oder sei vorsichtig, ja. Ja, die Alarmglocken, die darf man hier loslassen. Und wenn wir hier das Herzchen haben, nehmen wir doch gleich mal noch die Herzis dazu. Und wir nehmen auch noch, die Drachen sollen heute nicht, heißt es hier vom Universum. Okay, dann machen wir das doch so. Aber eine flocker, fluffig leichte Fee, vielleicht auch zwei. Schauen wir mal. Liebe Feen, was ist denn hier los? Der Heiler oder die Heilerin? Heilende Energie hüllt dich in diese Situation ein, dich und vielleicht auch dein Gegenüberlein und wow, das Liebesleben, die Zweisamkeit. Der Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun, das sich jetzt zum Besseren verändert. Wenn hier jemand sich selbst heilt, auf sich selbst vertraut, denn wem oder was sollst du vergeben? Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen können.
Das Göttliche, die göttliche Liebe, die Zahl 12, was ich vorhin angesprochen habe. Jemand setzt oder sitzt hier noch in der Karma-Schleife fest, ist noch nicht wirklich da, wo er sein sollte. Oder sie tief in deinem Herzen, kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Das ist hier die alten Dinge loslösen. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich, die Telepathie. Ja, die haben wir doch hier mit Gedankenkraft auch schon irgendwo gehabt. Ja, die Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Das muss nicht mit der weltlichen Intimität zu tun haben, sondern hier kann durchaus sein, dass man sich auch so fühlt. Ja, also ohne miteinander körperlich verbunden zu sein. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also ich habe hier zweimal ich liebe dich drin. Ja, und wir haben den Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Also egal, wer hier mit wem oder was geht oder kommt, wie auch immer, wenn es nicht sein soll, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es noch nicht das Ende. So ungefähr heißt es ja. Also hab Vertrauen hier drauf, hab Vertrauen auf euer Sein. Jetzt nehmen wir noch zum guten Abschluss die Runen dazu. Ich hoffe, dass ich heute alle Runen auf meinem Aufschrieb drauf habe. Ja, ich muss mal nochmals ein bisschen spiegeln, weil ich bin da gerade nochmals an der Überarbeitung dran von der Runenbeschreibung. Denn es gibt ja die alten Runen, den Futhark oder Futhark heißt es und noch andere. Und deshalb weichen die manchmal ab. So, was haben wir denn hier für eine Energie drauf? Wir haben hier die Hagalas. Ja, die Hagalas beschreibt, kann ich euch sagen. Es ist die Rune der Verwandlung, der Wandlung an sich. Etwas oder jemand wandelt sich jetzt. Es kann sein, du wandelst dich, nämlich sogar ganz stark wahr und vielleicht sogar auch noch jemand anders. Wir lassen uns mal überraschen, wer oder was kann vielleicht sich hier auch wandeln in Kürze und wer braucht vielleicht auch länger und man sieht ihn vielleicht im nächsten Leben wieder. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren, Glöckchen drücken, dann seid ihr immer ganz vorne mit dabei. Denkt dran, wir haben noch knapp 150 Abonnenten bis zum 8.8., also jeden Tag Minimum 15 Abonnenten. Das wäre super klasse, denn dann verschenke ich 3 super schöne Artikel. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Tschüssi, deine Orakelnixe.